Das Schlimmste steht noch bevor. Das ist legit ein Erfolg. Okay. With loud noise, the wheels of time turn, carving out hours that cannot return. One, two, three, four. The time is ripe. The first seal is opened, and the voice of thunder is heard throughout the world. Was kommt jetzt, die Apokalypse? Steht nichts. Roter Bildschirm steht immer früher tot. Es war ja klar, jetzt kommt irgendein Gott von On oben. this day, the world changed. All of a sudden, the sky turned red and the ocean was dyed black. Rem hat die Gruppe verlassen. Tja. Jetzt kam wohl ein Gott von oben, der gar keinen Bock drauf hatte, dass hier alles ein bisschen zu mächtig wird. Ist meine Theorie. Aber ich hoffe, es kommt durch ein bisschen Erklärung dazu. Out of the Cimmerian seas arose a temple like none the world had seen, from which the Wursis would wreak havoc on all of Orients. The Dominion lost contact with all Academia division heads, as well as Chancellor Kalia. The Lassie Shuyu and Machina both disappeared, despite having no chain of command. Many cadets challenged the marauding Wursis and died. Academia was in utter chaos. Amidst the turmoil, traitorous insiders exposed Code Crimson, disclosing Class Zero's once covert operations. In turn, the surviving cadets held Class Zero responsible for the Dominion's downfall. Verdict. Finis. Ach was, ein Kapitel kommt also noch. Naja. Warum sind wir jetzt doch schuld? Es wird nie erklärt, was das für Missionen waren oder was da genau gelaufen ist. Okay, was auch immer jetzt am Ende passiert und was auch immer nicht aufgeklärt wird, ich werde es nachgucken und am Ende nochmal eine kurze Erklärung geben, weil ich sehe hier selber nicht durch. Es ist ja alles so kryptisch. Tja, hier ist alles tot. Und an was für Missionen waren wir denn beteiligt? Es wurde nie behauptet, dass irgendwas nicht stimmen kann, war ja klar, aber. Aber was genau sollen wir denn gemacht haben? Okay, nach draußen komme ich schon mal nicht. Und wo ist der Rest von Klasse 0? Und wo ist es, der Krieger auf einmal hin, gegen den ich gerade noch kämpfen sollte? Stufe 99. Everything went downhill when Class Zero got here. Yeah, legendary
in class zero my foot. Do you intend to stand there and blame all your life's problems on other people? You messed up the Dominion. You messed up all of Orient. Warum denn wir? Was haben wir denn gemacht? You're the devils that brought Tempest beneath. If you have time to yell at people, why not come up with something more constructive to do? Constructive? Ha! They can take out whole squads of cadets, and we can't even heal. So you want us to run? Run where? How? What do we do? How are we supposed to survive? I... There's nowhere to run. We're all going to die. It's over. This is bad. Panic's gonna spread. Goodbye. Ich hoffe, die erklären jetzt, warum genau wir daran schuld sein sollen. Was genau wir gemacht haben sollen, dass das passiert. They used to depend on us. All of them. Now they've turned against us. Ha! Fine! Just let them hate us. All we did was carry out the campaigns Mother and the Dominion Brass gave us. They just want some place to vent their anger. Or perhaps this is simply our fate. As you know, those once hailed as heroes are doomed to be hunted as heathens. Yeah! What the heck is going on? It makes no sense. Danke dafür. Let's calm down and assess the situation. The main problem is, I think we first need to... You know, You don't see that every day. Queen's panicking. I'll have you know this is quite serious, Jack. Ram still hasn't woken up. Yeah. She just passed out. And she's been unconscious ever since. Why didn't she tell us she was sick? She didn't want us to worry. That must have been her reasoning. Yeah, that's probably it. She always did lie to us whenever we brought up health issues. What? Seven! You could tell when Remsky was lying? Hmm? Well, couldn't everybody? Apparently, Rem's been sick for a long time. Mother said that current science can't cure her. The doctors all said her phantoma is in such a weakened state. That she may never awaken again. You're all bumming me out. Try to be a little more positive, would ya? Yo, where'd that punk Machina go off to? Rem's in trouble. She needs him, that jerk. Since all of us remember who Machina is, that's proof that he's still alive. So where is he then? It feels as if Class Zero is beginning to fall apart. Naja. The gloom, it's too much. But it's hard not to be depressed in this situation. Listen, acting all gloomy is not gonna wake Rem up or find Machina. If we don't cheer up, we'll just sink deeper and deeper until we drown in sadness. But cheering up won't change anything either. It will! If we stay positive, we can picture a brighter future. Na klar. Then we can come up with better ideas. Huh? Oh! Huh? Jack. What? For the first time in my life, I respect you. Aw, you're making me blush. Wait, that's not a compliment. If we have time to worry, then we have time to do something, right? Let's get some information. Informationen sammeln. Wo?
Ach, guck mal, zeigt sie sich auch mal wieder. The seal has been broken and the souls have been released. Was denn? Uns erklärt nichts oder was? Mother, what happened? Will you children be able to make it? Stellen wir die Fragen. Will you darlings be able to make it beyond the void in spite of the minuscule? No. Infinitesimal probability of success. Mother, what are you talking about? I want you all to write the final page yourselves. Huh? None of you have ever chosen your own way of living. Not once. We haven't chosen our way of living? Queen, you understand, don't you? You mean the Akashic records? Precisely. Recorded in those pages are the will of the crystals, the cogs driving your destiny. All you have done throughout your lives is dutifully carry out the orders you've been given, as written in the records. That's... So I want you to choose your own endings. This is the final freedom I give you as humans. Yes, you are all human. Humans cannot choose how they are born. However, humans are the only ones who can choose how they live and how they die. So choose, darlings, and inscribe the final page as you see fit. Boy, she was acting different. It was like she made even less sense than normal. My brain hurts. I mean, of course we're human, right, Hay? Mother told us to choose, but what exactly are we supposed to choose? Also, diese Akasha-Chronik scheint wohl zu existieren. Die legt fest, was genau wir tun und wie alles kommt. Das ist der Wille der Kristalle. Okay. Diese Chronik muss allerdings irgendwas sein, was man finden kann, oder irgendein festes Stück, was man lesen kann. Hinweise auf das Ding haben wir schon mehrmals innerhalb der Story gefunden. Die Frage ist, kann ich das Ding einsehen? Das wäre mal ganz interessant. Oder ist diese Chronik einfach das, was hinten im Kristallium drin steht? Deswegen ist es auch alles schön nach Reihenfolge sortiert. Und mit Ende wählen, meinen wir wahrscheinlich, wie wir drauf gehen wollen oder so. Wie es alles enden soll. Mal schauen. So, what exactly are those versus things anyway? Yo, are they really that tough? They're super tough. So tough, they make me feel like I'm a weakling. This is what it must feel like to finally meet your match. You serious? And now I have more sad news. First went to Concordia, and now their signal's kaput. We can't get in touch with them, hey? So the Ursus ate them. That ain't our problem, hey? First got beat. So what? We just gotta kick the snot out of those Rursus. Das ist die Einstellung. If Class Zero gangs up on them, they'll be toast. We'll eat them for breakfast. You know, for once, your trash talk actually makes me feel better. Ach ja, vor uns wurde auch noch erwähnt, dass die Klasse 0 zerfällt. Das ist aber eigentlich gar nicht der Fall. Eigentlich sind die 12, die originalen Klasse, waren immer noch nach wie vor vereint und in bester Gesundheit. Meint man zumindest. Alle sind sie ja gerade nicht, aber... naja, ihr wisst schon. Es sind nur Makina und Rem, die da so ein bisschen...
nicht ganz so ihre Rolle befolgen. Aha. Okay, Rem geht's gut, Makina ist weg. Und sie hat natürlich nichts für mich. Ja, noch schöner. Na eben, ich konnte bisher auch nie den Dingens betreten. Kann ich vielleicht jetzt? Nein. Immer noch nicht. Hey. Gut, dass Makina nicht hier ist. Solche Feiglinge können wir jetzt echt nicht gebrauchen. Das so richtig ist. Huh? What is it? Wo ist denn Trey? Vielleicht hat der noch irgendwas Brauchbares für mich. I'm busy. Please make it quick. Die Rosas zerstören die Animal ihre Gegner. Was können wir nur gegen sie ausrichten? Also nicht nur körperlicher Schaden, sondern straight up fressen die Seele. Kann ich nochmal ins Kristallium gehen? Das würde mich interessieren, ob ich diese Akte einsehen kann. Ach nee, es war gar nicht das Kristallium, sondern... Ich bin auch blöde. Nee. In der Bibliothek war das, das war ja gar nicht das Kristallium. Haben die jetzt mal ein bisschen aufgeräumt, oder? So, erzähl mir was. Codex, nee. Verträge auch nicht. Ist das diese Chronik? Ich meine, es würde ja Sinn machen. Hier ist ja alles in der Reihenfolge, wie es kommt, theoretisch gelistet. Die Frage ist, ist das ein Spielelement, dass das Ding hier einfach sein soll? Oder es ist einfach nur nochmal die Sachen, sich neu angucken kann als Spieler. Das würde mich auch nochmal interessieren. Was ist eigentlich mit dem Professor, Dude? Gammelt immer noch hier hinten drin. Nee. Es wurde auch nie klar gemacht, was der hier getrieben hat. Wie gesagt, was auch immer am Ende passieren mag, ich werde die Story nochmal nachholen und dann zusammenfassen und all die bösen Geheimnisse hier nochmal erklären. Ja, bitteschön. Ein Überäther für 34 Marken. Endlich bricht die Scheiße mal los. Na, wir schauen mal. Du bist aus der Klasse 0, richtig? Ich habe einen Weg gefunden, die Rosas zu besiegen, aber es nützt nicht, das jemanden außer euch zu erklären. Um die Rosas auszulöschen, müsst ihr sie erst zu Boden bringen und dann ihre Animalien nehmen. Wenn ihr ihnen die Animalien lasst, stehen sie auch wieder auf. Ihr seid da die einzigen, die sie besiegen könnt. Verstanden? Zu Boden bringen, dann sofort Animalien ziehen. Dankeschön, Bruder, dankeschön. Ach was, guck mal. Unser Kumpelspion. Hey there, guys! What are you doing in the war room at a time like this? I'm here because it's a time like this. We're in trouble. The Chancellor is missing. What? It's like, how can he leave us during this crisis, right? I can't contact the consortium. And I can't even get a hold of Dr. Aratia. Mother too? At first I thought the Rursus got him. But then I realized I still remember them. So they must be alive. So, in that case, who's taking charge of the Dominion? That's the problem. No one. The chain of command is completely shot. So, I thought I'd at least take over here. So, what's the situation? Bad. Those Rursus things are attacking Rubrum as we speak. The cadets who went to fend him off are helpless against them. A lot of them are dead. Dominion cadets? Dead? From what I've heard, it looks like Rursus destroy Phantoma in living people. So, we can't heal them? You can see how we lost so many. We have to do something, fast. Well, you won't get any orders.
You can only rely on yourself and your allies. I might get more information. Stop by again later. This is just about all I can do. Gerade Erwins Kommando. Schön. Einfach nur schön. Anyone who is available, please assist in caring for the injured. Mach mal gleich. So, ich weiß, es ist ein bisschen ungünstiger Zeitpunkt, aber ich muss trotzdem erstmal einen Aufnahmestopp machen. So, dann würde ich sagen, wir sind zum nächsten Part. Ich werde jetzt hier schon mal... Na gut, ich werde noch nicht googeln. Noch macht es keinen Sinn. Noch ist er hier volles Ballett. Aber trotzdem, wir sehen uns im nächsten Part und bis dahin.